einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in Warsander und spielen unseren schönen Panther. Quasi, ja, ein schöner Tiger H1 hier. Auch ein sehr nettes Gerät, kann man nicht anders sagen. Ja, Map ist Festung am Weißen Felsen und wir... irgendwie sind hier wieder Geisterpanzer unterwegs. Egal. So muss das auch mal sein. So, was haben wir denn hier vom Matchmaking? Ja, T-44, da vorne ist ein bisschen Tiger. Hier ist 2-Mod-44, das ist gefährlich. Ja, gucken wir mal, ne? Also schöne Jagdpanzer 4,70, auch sehr schönes Gerät. Und gleich, wenn der hier kaputt ist, dann zeige ich euch etwas, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt in diesem Spiel. Na, ich kann es nicht für mich behalten, ich muss es sagen. Der Tiger 2 BP wurde anders eingestuft. Er ist jetzt auf 6,3 und nicht mehr auf 6,7. Ist das nicht cool? So kann man eigentlich ein richtig geiles Setting aufbauen, indem man dann den 6,3 Tiger nimmt, dann einen 6,3 Panther F und einen 6,3 Jagdpanther. Und dann ist man schon gut dabei. So, apropos gut dabei. Ah, er will. Schade, nicht reinbekommen, egal. So, fahren wir mal runter. E-45, sehr gefährlicher Gegner. Wenn wir die Kanone hier runterkriegen, das ist eigentlich noch viel schlimmer. Unbeschädigt, das ist eigentlich noch viel schlimmer jetzt. Natürlich hab ich. Weiß nicht, wie schnell der nachlädt. So, wir haben ihn auch was weggenommen. Britischer Treffer, sehr schön. Der haut jetzt erstmal ab. Unbeschädigt. Ah. Boden hat zerstört, sehr schön. T-45 rausgenommen. Wenn du Artillerie anforderst, dann fordere ich das auch an, Freundchen. Ah, wir bleiben hier mal einfach hinter. Natürlich gerade nicht schlecht gegen so einen T-44 im Alleingang. Kann man schon mal machen. Oh, der war glücklich. Das war Schwein. Wir brauchen Artillerieunterstützung. Und wie wir die brauchen. Steht er da oben? Freundchen, hau da ab. Treffer, sehr schön. Ah. Wo steht er da oben? Das ist gefährlich, wie wir hier gerade stehen. Egal, einen schönen Hit. Auch ein Treffer, sehr schön. Ich weiß gerade nicht, wo er da oben steht. Aber wir fahren mal raus und gucken mal vielleicht. Neben, scheiße. Oh, jetzt. Mist. Ah, Mist, haben wir von der Seite reinbekommen. Dreh dich. Uiuiui. Ah, Mist, wir sind dran. Oje. Ah, schade. Da war es ganz knapp. Aber wir sind zu viel vorgewagt. Egal. So, gucken wir uns die Killcam gar nicht an. Gehen wir jetzt direkt zum nächsten. Das ist nämlich das Ziel der Begierde. Kann man mal sagen. Dann gehen wir hier hin und versuchen mal über die Brücke zu fahren, dass wir das Ding vielleicht einnehmen können. Freut mich persönlich sehr, dass sie da den Tiger anders eingestuft haben. Hat das auch gerade noch gesehen. Fliegen wir mal eine Runde. Auch nicht schlecht. Vielleicht können wir mal Moskito abballern. Erstmal die Focke Wolf da oben. Sehr schön. Ah, wir haben wenigstens Moskito abgeschossen. Das ist gut, weil die ist echt nicht ohne. Mit ihren kleinen Raketen.
Ah, Jungs, wir müssen langsam A holen, sonst fehlt das hier aber ganz, ganz viel gar nichts. Aber ihr habt gerade auch gesehen, den T-44, den habe ich mit der normalen Munition rausgenommen. Also das geht durchaus, ne? Wenn man sagt, oh, T-44, bloß nicht auf die Wanne schießen, immer auf den Turm, links oder rechts daneben, das ist eigentlich ganz gut. Eigentlich bei den meisten Panzern der Turm ganz gut. Da kann man das damit durchaus, ja, oder das meiste damit durchaus kaputt schießen. Ah, BP ist da, den versuchen wir mal auch anzugehen, das wäre gar nicht schlecht. Oder ist gerade was kaputt gegangen, aber das war kein BP, das ist gut. Der Treffer, sehr schön. Den war da kaputt geschossen. Den ist jetzt hier Feierabend, glaube ich. Barbun, der zerstört, das ist ein Panther F. Wir müssen aufpassen, weil der kann uns ganz schön gefährlich werden. Genau so nämlich. Muss man echt aufpassen, also der ist echt nicht ohne. Aber wir ziehen uns ein Stückchen zurück. Und hoffen mal, dass die Reparatur ganz schnell wieder vonstatten geht. So, der Kommandant ist ein bisschen schneller wieder da, ist gar nicht schlecht, weil dann lädt er nämlich sofort. Oder er hat schon nachgeladen gehabt, das war gut. Artilleriefeuer auf uns. Treffer. Panther im Rückwärtsgang, den sollten wir eigentlich packen. Nochmal ein Treffer, da war der Kommandant drauf. Da die Kanone. Ah. Ah, das wird jetzt ein ganz schöner netter Kampf hier. Abschusshilfe, sehr schön. So, wir müssen aber reparieren, sonst bringt euch das gar nichts. Ja, wir stehen hier echt blöd, aber ich versuch's einfach mal mit dem Bomber. Ja, ich glaube, das Ding ist verloren, ja. Kommt die Tempest auf mich zu? Ja, sehr schön. Aber dann nehmen wir eher den B24-Bomber raus. Ja, da geht er runter. Und wir gehen auch runter. Zweiter im eigenen Team. Ja, das war gar nicht schlecht, aber das war natürlich eigentlich auch viel zu wenig. Ne? Da hat unser Team ganz schön den Arsch versohlt bekommen. Schade. Egal. Ein paar Pünktchen gesammelt, das ist immer wichtig. Also, gehen wir kurz die Auswertung durch. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier, weil ein recht kurzes Gefecht. So, da ist das durch. Also, zerstörte Boden, zerstörte Flugzeuge 1. Ja, das war eben die Moskito, haben wir abgeschossen. Zerstörte Bodeneinheiten 2. Ja, das ist gar nicht schlecht. Waren denn, was waren dabei? 2 hier? Bin ich gerade überfordert. Was hat man abgeschossen als erstes? Ach, ein Tiger 2 und ein, ach, die 44, genau. So, Abschlusshilfen auch 2. Ja, auch nicht schlecht. Kritische Treffer 4. 20 Treffer insgesamt. Schlagdauer 3 Minuten 31. Das ging sehr schnell. Wir waren. Aktivität 98%, das ist Standard fast, belohnt aus der Mission, gab es auch ein bisschen, gab leider nur 1227 Punkte auf den schönen Panther F, auf den ich mich sehr gut freue. Ihr seht, 6,3, aber dazu kommen wir gleich. So, gab es, ja, ein paar Credits gab es auch mit einem Premium-Konto, hatten wir aber nicht. So, gucken wir mal ganz kurz auf die Freunde, die wir so haben. Achso, genau. Fleißketten, wie gesagt, sind wir gerade am Erforschen, einschießen sind wir am Erforschen vom TKP, das sieht auch ganz gut aus. Also. Ja, wir waren gar nicht so schlecht, ne? War alles recht ausgeglichen irgendwie. Ja gut, die haben das Ding ganz früh gecapt und dann war eigentlich Ende, ne? Schade, was haben wir für Abzeichen bekommen? Trefferfolge und einmal Adamant. Sehr schön. Gehen wir kurz weiter. Wie gesagt, ein ganz bisschen Zeit haben wir noch. Bist du mal da weg? So. Hallo? Was klicke ich denn? So, da wollen wir hin. Sehr schön. Also, dieser schöne Panzer wurde anders eingestuft, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Es ist natürlich auch eine harte Nuss, weil die Kanone ist wirklich sehr gut. Also da müsste er, auf dem Tier müsste eigentlich vor nichts Angst haben. Wenn das durchschlägt, ist das meistens ein ganz schön harter Treffer. Also, Tiger 2P hat eine Kampfeinstufung von 6,3. Der Tiger 2H hat eine Einstufung von 6,7. Das ist ganz schön krass, finde ich, weil früher war es halt so 6,7. Und der hier hatte halt früher auch 6,7. Jetzt ist er auch auf 6,3 runtergehoben. Jetzt könnt ihr quasi mit, wenn ihr den Panther F nehmt, den Tiger 2P, den Jagdpanther, dann habt ihr, finde ich,
Also ich habe den Panther F noch nicht fertig, aber er soll der beste Panther sein von der Panther 1-Reihe. Und also schon ein Panther G ist gut, keine Frage, ne? Also da habt ihr ein super Setting, wenn ihr mich fragt, auf dem Tier. Das ist, also da muss man sich vor russischen Panzern nicht verstecken, ne? Also der Jagdpanther kam jetzt aber nicht zur Geltung, aber ihr habt ja letztes Mal gesehen, was dieser Panther kann. Und das ist echt nicht schlecht. Also das finde ich super. Ja, also 6,7. Hier unten hat sich jetzt 7,0. 6,7 hat er auch. Weil dann kann ich dann auch erst den Panther F und danach dann auf den Tiger 2H gehen. Oder auf den Panther 2. Ich glaube, ich gehe auf den Panther 2. Das ist mir irgendwie ein bisschen lieber, weil der Tiger 2P kann den Tiger 2H locker besiegen. Beim Panther F, ja gut, der kann auch den besiegen, so ist es nicht, aber der Panther 2 hat halt die gleiche Kanone wie der Tiger, ne? Also wie der Tiger 2, das ist schon ganz schön das Ding. Und dieser Panzer kann rückwärts fahren, also das schon mal so weit. Ferdinand ist natürlich auch cool, obwohl ich mit dem Jagdpanther echt ganz, eigentlich ganz gut zurechtkomme, muss ich sagen. Ich habe auch früher bei World of Tanks lieber Panther gespielt als Ferdinand. Also da gab es ja einen Panther 2, wurde ja echt nicht gebaut, war ja nur so eine Blaupause so gesehen, aber das, ja, den haben wir dann da reingenommen. Ganz cool. Genau. Und dann kommen die hier unten, ne? Ja. Ein weiter Weg ist es noch. Naja, also wie gesagt, das ist ganz toll. Eine sehr schöne Änderung bei diesem Panzer. So. Und da werden wir nochmal irgendwie so ein Panzervorstellungsvideo oder sowas. Das wäre mal vielleicht der nächste Schritt. Mal gucken, wie es dann so wird. Naja. Ja, Runde war leider nicht ganz so erfolgreich. Also gut, zweiter Platz war nicht ganz, ganz schlecht, aber es war halt irgendwie so eine schnelle Warsander-Runde. Lieber schnell verlieren, als dann irgendwie, weiß ich nicht, so eine Jahrhundertschlacht, die nicht zu Ende geht, das ist ja manchmal auch nicht ganz so schön. Naja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Also wie gesagt, das sind sehr schöne Nachrichten, wo ich das gelesen habe. Dachte ich mir, oh, Wahnsinn, das ist richtig cool. Das freut mich sehr, weil die Einstufung, das war echt hart. Den habe ich auch teilweise hab ich den rausgenommen in Tiger 2, weil es einfach zu krass war, das Ganze. Ne? Keine Frage dann dabei. Das ist echt nicht gerade ohne. Es kommt ja auch ein Tiger 2 als Premium-Fahrzeug raus. Der hat dann ein bisschen mehr Panzerung am Turm und so weiter. Der hat dann auch den Turm vom Henschel, also nicht den hier. Anderen und ja, da gucken wir mal, was das so wird. Naja, ich hoffe, ja, euch gefällt die Kampfeinführung vom Tiger 2 auch. Mir, wie gesagt, gefällt sie und von ausgesehen würde ich sagen, sehen wir uns auch mal in der nächsten Runde wieder. Wenn es wieder heißt, Warsan, ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke.